Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu The Callisto Protocol. Zweites Kapitel Auswirkungen. Wir haben ja im letzten Teil das erste Kapitel soweit durchgespielt. Ausbruch. Hier geht ziemlich der Punk ab. Ich finde das Spiel, muss ich sagen, bis jetzt richtig geil. Es hat einen sehr angenehmen Härtegrad, was die Darstellung von Gewalt angeht. Gibt auch Jumpscares. Tun, was getan werden muss. Schwere Entscheidungen treffen. Als ihr neuer Warden werde ich tun, was nötig ist. Für sie, für diese traditionsreiche Institution, zum Wohle der Menschheit. Hat er das nicht schon mal gesagt? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Wir sind in einem sicheren Raum, laut Elias. Wir haben zu Ende des letzten Videos, beziehungsweise zu Ende des ersten Kapitels, haben wir diesen Captain Ferris oder Lieutenant Ferris oder was auch immer für einen Dienstgrad, erledigt. Indirekt. Hat jemand anders für uns gemacht. Die Frage ist jetzt natürlich, ist der tatsächlich erledigt? Ich habe nämlich das Gefühl, der wird uns nochmal begegnen. Okay. Das ist wieder so eine kaputte Maschine. Wollte gerade sagen, wenn da jetzt diese mutierten Viecher in groß, also noch größer rumrennen, dann könnte es natürlich ein bisschen schwierig werden. Da muss ich jetzt darauf achten, ob die mich dann da tatsächlich irgendwann attackieren. Aber die sind natürlich alle so ziemlich am Arsch. Ich könnte euch mal testen. Ich bin jetzt mal neugierig, wenn ich direkt drauf zugehe. Okay, die werden gar nicht, die sind gar nicht wirklich da. Die sind uns völlig ungefährlich. Was nicht heißt, dass da nicht irgendwann mal ein Gefährlicher bei sein kann. So, da liegt jetzt ein Kopf. Das kommt vor. Ich habe so ein bisschen das ungute Gefühl, dass zu diesem Zustand hier auf dieser Station, beziehungsweise in diesem Gefängnis... Jesus Gott, hörst du auf! Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Jetzt reicht's aber. So, jetzt muss ich mir gleich mal was reinstecken hier in den Hals. Eieiei. Okay. Also, ja. Also während uns dieses Roboterviech da überhaupt nicht gefährlich werden kann, lauert hinter der nächsten Tür der Tod. Aber ja, wir haben es ja jetzt Gott sei Dank überlebt. Aber es war, will ich mal so sagen, knapp. Schön wieder Callisto Credits. Ich möchte das Zeug endlich mal ausgeben für irgendwas Sinnvolles. Eine Tafel Schokolade, irgendwie sowas oder ein Eis. Jetzt muss man hinter jeder Tür noch das Schlimmste vermuten, so wie es aussieht. Aber ja, das ist ja auch so ein bisschen Überraschungseffekt. Das kann man ja mal machen. Ja, wir suchen jetzt nach wie vor Elias. Wir wollen ja... Jetzt dachte ich, da steigt eine Riesenkreatur auf, aber es ist nur Rauch. Müssen zu Elias finden, irgendwie mit dem zusammen flüchten. Er hat ja scheinbar einen Plan, hat er gesagt. Ne? Wie man jetzt in dieser Situation ja noch einen Plan haben kann, beziehungsweise einen Plan, den man hatte, umsetzen kann, ist die andere Frage. Ja. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich hier überhaupt lang muss, aber höchstwahrscheinlich muss ich mich hier durchquetschen. Ja. Das macht der gute Mann auch völlig automatisch. Aber natürlich haben wir... Hier drüben, komm schon, beweg deinen Arsch, lauf! Nein, jetzt ist aber Elias am Arsch, oder? Okay, also Elias ist auch ganz gut drauf. Der weiß Bescheid. Das soll sie aufhalten. Ich hoffe es. Was sind das für Dinger? Ist egal. Wir müssen einfach nur weg hier. Was ich vorher auch sagen wollte, aber jetzt lasse ich den Herrn erstmal ausreden. Okay, das ist der Plan hier lang. Ich bin der Meinung, dass die Fracht, die wir ursprünglich mit uns geführt haben, vielleicht an diesem Zustand hier, in diesem Gefängnis, gar nicht so unbeteiligt ist. Ne? Die war ja immerhin radioaktiv. Jetzt hat gerade irgendwas vibriert, als ich hier lang gelaufen bin. Oh, hier sind noch Spinte. Die werde ich natürlich öffnen und durchsuchen. Das ist ja wohl ganz klar. Ah ja, Callisto Credits. Credits, 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 Credits.
Überall. Und leben sogar. Mist, wenn ich das jetzt gewusst hätte, hätte ich mir das Ding nicht hin. Geld verdienen, du Arsch. Das machst du ja nicht. Was ist, wenn wir uns nachher irgendwie einen Döner holen wollen? Wer hat dann das Geld dafür? Ich. Aber das können wir gebrauchen. Ja, das können wir in der Tat. Nimm das mit zum Reforge. Du kannst damit eine neue Waffe drucken. Oh. Dann hab ich Zeit, mich ins System zu hacken. Okay, am Reforge eine Waffe. Wo ist denn Reforge? Wir drucken uns jetzt eine Waffe. Ja gut, so weit weg ist das in unserer heutigen Zeit auch nicht mehr, glaube ich. Was man alles schon am 3D-Drucker machen kann. Was ist... Ist das hier ein Reforge? Ah ja, steht zumindest mal... Gut lesbar drauf. Reforge. Dann machen wir das mal. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Ah, dafür brauche ich Credits. Oh nein. Aber, Moment. Reichen meine Credits? Wo sehe ich denn, wie viele Credits ich habe? 800. Unten rechts ist es das. Ah, da kann ich dann auch noch Upgrades wahrscheinlich später kaufen. Ja. Yeah. Und was kann ich verkaufen? Schmuggelware-Paket? Weiß nicht, ist mir das irgendwann später noch wichtig? Bringt ja auch 800. Vielleicht später. Ach so. Bitte treffen Sie eine Auswahl. Ja, ich kaufe. Ungültig. Befehl nicht erkannt. Bist du aufs Maul? Die unsachgemäße Nutzung dieser Maschine wird dem Administrator gemeldet. Kostet 800. Okay. Die kostet 800, die Waffe. Das ist schön. Das freut mich. Wo sehe ich denn, wie viele Credits ich habe? 200. 227. Habe ich bloß zwei... Boah, ich habe jeden Körper hier ausgehöhlt. So gut wie der hier rumlag. UJC-Druck zu Ihren Diensten. Ja, da muss ich doch was verkaufen. Okay, also ich brauche das Ding, kostet 800. Ja, ich hätte gar keine Wahl haben, außer diese Schmuggelware zu verkaufen. Ne? Alles andere ist ja dann doch irgendwie sinnvoll. So. Okay, ist Wucher? Ne, muss man dazu sagen. Freie Auswahl. Freie Auswahl. Okay, ich kaufe zuerst das Upgrade. Nein. Was gibt's hier noch? Also ich kann noch gar nicht weiter in dieses, zu diesem Fragezeichen, aber das kommt wahrscheinlich mit der nächsten Waffe erst. Papierstau, natürlich. Interessant. Okay, alles klar. Um hier abzuhauen, brauchen wir ein Schiff. Eins, das du fliegen kannst. Hier gibt's einen, der sich ins Netz hacken und eins aus dem Orbit rufen kann. Da sitzt er in der Schuh. Hochsicherheit. Verdammt schwer, da reinzukommen. Nervt das Chor? Ja, schon von Anfang an. Es juckt ja, wahrscheinlich. Können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Kennt sich hier wirklich gut aus. Ja, ich hatte sehr viel Zeit. Gut, und was jetzt? Die Schuh? Spazieren wir Schuh. So rein? Schön Schuh ist halt auch geil, ne? Aber Schuh. So einfach wird's nicht, Mann. Ich bin schon lange hier und habe Privilegien, die du nicht hast. Also schicke ich dich woanders lang. Aber ich bin dafür deine Augen und Ohren und führe dich. Lass mich nur nicht hängen. Werde ich nicht. Außer du kennst noch mehr Privilegien. Was kann man denn als Häftling für Privilegien haben? Zigaretten? Oder so? Schnaps? Egal. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal. Bin ich hier richtig? Ich würde jetzt einfach mal da reingehen. Ich weiß, es ist. Wahrscheinlich nicht die richtige Richtung. Oder es ist. Moment. Da sind wir doch hergekommen. Ach je. Dummerchen. Kann passieren. Ja, vorher ist er durch den Durchgang alleine gegangen. Jetzt muss ich plötzlich was machen. Ist in Ordnung. Also, hier sind wir reingekommen. Da ist der Reforge. Den haben wir jetzt benutzt. Hier ist noch eine Kiste mit Zeug. Die nehmen wir natürlich. Schön. Was haben wir? Energieumwandler, Revolvermund. Aha. Und 800. Okay, wir hätten vermutlich... Kann ich das nicht nehmen? Inventar voll. Was soll ich denn tun? 6 von 10. Sturz. Was heißt denn hier Sturz? Wenn ich Sturz mache? Sind die weg? Sind die wieder drin? Ah.
Inventar. Himmel, Herrgott. Ah ja. Ja, wieso kann ich denn jetzt diese... Moment, lass mich mal probieren. Ein Schuss. Kann ich das jetzt aufnehmen? Jawoll. Und wie viel Schuss haben wir jetzt im Revolver? 6 von 6. Sei es drum. Gerade eben waren noch 6 von 10, aber okay. Bin nicht der, der das Spiel programmiert hat. Das hat jemand anders gemacht. Der wird schon wissen, was er getan hat. Oder die. Was zur Hölle? Aha, strategisches Zielsystem. Nachdem du einen Kombo-Angriff ausgeführt hast, halte Ausschau nach dem Schnellschussindikator beim Gegner. Ist das dieses Fadenkreuz da, oder? Drücke und halte L2 und drücke dann schnell R2, um den Gegner automatisch anzuvisieren und die Waffe für einen zusätzlichen Treffer abzufeuern. Also erstmal hauen und dann schießen. Schauen wir mal, das werden wir sicherlich gleich üben dürfen. Nehme ich mal ganz stark an. So. Ah ja, oh ja. Oh. Oh, das ist aber... Oh, jetzt ist er infiziert, ne? Oh Gott. Was? Okay. Also, das scheint sich doch relativ schnell auszubreiten. Das ist wie so eine Art Pilz auch oder sowas, ne? So wie sich das hier verteilt. So ein bisschen Last of Us mäßig. Aber nur ein bisschen. Vielleicht hat unsere atomare Ladung, die wir auf dem Schiff hatten, doch nichts damit zu tun. Weil das sieht echt nach Pilz aus hier, ne? Aber natürlich kann sich ein Pilz durch radioaktive Ladung oder Einwirkung auch irgendwie anders entwickeln, ne? Als wir das wollen. Also hier geht's mal nicht lang. Also es lässt nicht viele alternative Wege frei, das Spiel tatsächlich. Wenn man wohin muss, dann weiß man das. Okay. So. Jetzt könnte da natürlich auch wieder was hinter der Tür sein. Ich werde mal vorsichtshalber. Okay. Nichts. In Ordnung. Okay, aber ich höre was definitiv. Ist es links? Ist es rechts? Wo ist es? Ist es ein bisschen dunkel? Ah, da vorne. Vielleicht kann man sich da anschleichen und so eine Back Attack machen. Irgendwie sowas. Wir werden es gleich sehen. Schleich dich von hinten. Ach, das soll ich jetzt sogar. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Jetzt immer so. Hier Liste Credits, geil. Kann ich ein Upgrade kaufen? Ich hätte, glaube ich, direkt an dem Reforge da vorne direkt ein Upgrade kaufen können. Ne? Aber okay. Wir werden ja sicherlich demnächst wieder ein Reforge haben. Hoffentlich. Vielleicht gibt es aber auch nur je Kapitel 1. Man weiß es nicht. So. Hallo. Scheiße. Ja, was denn? War ganz leicht.
Das war echt leicht. Ja, ich hatte kurz Angst. Aber dann war ja doch nichts. War jetzt echt halb so wild. Hätte ich mir schwieriger vorgestellt. Aber auch hier natürlich eine ausgewogene Mischung aus Schlagen und Schießen. Also ich denke jetzt auch, dass man jetzt allein mit Schlagen bei den meisten Gegnern vielleicht gar nicht mehr weiterkommt. Das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich habe. Ich habe auch das Gefühl, ich übersehe hier was. Oder? Ich will eigentlich nichts übersehen. Ich will immer alles finden. Also hiervon bin ich reingekommen. Hier liegt nichts rum. Ja. Wenn es ganz wichtige Sachen sind, wird man die, denke ich, sehen. Performance-Modus hatte ich übrigens zwischendurch, zwischen dieser und der letzten Aufnahme mal aus. Habe mich entschieden, den wieder anzumachen. Das sieht nicht schön aus. Also das Feuer sieht A, nicht besser aus dadurch, nicht flüssiger oder so. Und B, ja, man hat natürlich bei den, gerade bei den Drehungen wird das Bild unscharf. Das gefällt mir nicht. Möchte ich auch euch nicht antun. Diese schlechte Qualität. Hab euch auf meinem Kanal schon genug schlechte Qualität angetan. Aber wie ihr seht, hat das ja jetzt ein Ende. Okay, lass... Okay, könnte ich da jetzt mit Schleichen was machen? Das wäre natürlich geil. Ich glaube nämlich... Das könnte zu meinem Nachteil sein, wenn ich hier frontal rangehe. Deswegen warte ich jetzt einfach mal, bis der Kamerad hier rumgelaufen ist. Und knöpfe mir den hoffentlich erfolgreich von hinten vor. Von hinten vorknüpfen, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich weiß zweideutig, aber... Ne? Na, du wirst mich doch hier nicht sehen, oder? Dreh dich mal um. Ah, jetzt dreht sich der vordere nicht um. Ah, die machen nicht so, was ich will, ne? Ich begebe mich jetzt einfach mal in dieses gefährliche Situationchen. Ja, das war natürlich nix. Keine Munition mehr. Oh, okay. Ja, also die Taktik. Okay, suche in der Umgebung nach Munition. Habe ich das richtig verstanden? Also man kann wortwörtlich sagen, in der Umgebung. Gut. Sind wir wieder voll, oder? Also eins der nächsten Upgrades für das Ding sollte auf alle Fälle sein, dass ich da mehr Kapazität habe. So. Habe ich hier noch irgendwas? Nö. Wie sieht mit meiner Energie aus? Ich traue mich noch nicht, so eine Pistole, so einen Schuss da zu verwenden. Wie heißt denn das nochmal? Lass mich mal schauen, wie das heißt. Ein Energie. Nee. Gesundheitsinjektor. Energieumwandler. Oh. Ah! Das kann ich am Reforge verkaufen. Okay. Ja, wir werden ja vielleicht demnächst wieder an einen solchen Reforge kommen. So. Also, jetzt weiß ich nur nicht, was ich hier machen soll. Aber ich bin ja nicht umsonst hier. Irgendwas muss ich hier bestimmt finden. Aber ich sehe es gerade nicht. Ich sehe nicht, was ich hier finden soll, tatsächlich. Muss ich woanders lang? Hab einen! Was hat er?
Nach was hat er. Ach so, nach dem sollte ich mich wohl umgucken. Schneid mit der Klinge das Implantat raus. Ach so. Was? Geht leider nicht anders. Nur so kommst du durch die Tür. Ja, du sollst nur das Implantat rausschneiden, nicht den Schädel abtrennen. Okay. Ich hatte übrigens... das fällt mir jetzt gerade so ein. Zurück in die Zellen. Ja, ich gehe. Danke. Dass sie mich am Leben lassen. Kaputte Maschine. Ich werde jetzt ganz kurz mal die Audios anhören, die ich aufgesammelt habe. Und das tue ich an einem sicheren Raum. Und wo könnte es sicherer sein als neben einer Grünpflanze? So. Wartet mal auf. Datenbios. Deceased. Wer ist das denn? Sergeant Ari. Wir hatten irgendwas gefunden. Wir hatten irgendwas gefunden zu dem Ferris. Aber jetzt gucken wir erstmal Sergeant Eric Jane. Ist das nicht den wir gerade gefunden haben? Ah, nur Bilder. Keine Audios. Sollen wir das was sagen? Ich hatte keine Wahl. Die Häftlinge sind durchgebrochen. Ich musste die Tür versiegeln. Hört mich jemand? Ja, Officer Jane. Ja? Warden Cole? Wo sind sie? In meinem Turm. Ich beobachte. Was? Warum? Was passiert hier? Das Ende einer langen Reise. Alter, der ist komisch drauf, dieser Warden. Okay. Der ist komisch drauf. Habe ich mir aber schon von vornherein gedacht, so ganz normal ist der nicht. Der macht mir so eher so eine. Der macht mir so eine Messias-Nummer da. Das ist ja nicht richtig. Ich hatte noch, wie gesagt, so eine Ferris-Audio. Die habe ich aber in Ausbruch noch gefunden. Ich glaube, die müsste die gewesen sein dann. Wir haben auf einen Unfall vor dem Torhaus reagiert. Der Ort wurde auf Anweisung des Wardens gesichert. Normales Team hat Zugang. Habe ich das nicht schon gehört? Ich hätte gedacht, dass ich die alte Warden mal vermissen würde. Die war wenigstens berechenbar. Okay, also der hat offensichtlich, ja. Er hat sich da ein bisschen, wie soll ich sagen, er wollte jetzt da so ein bisschen Chef sein. Er hat es ja zum Schluss jetzt auch geschafft gehabt, ne? Er hat ja da auch einige Berechtigungen gehabt mit seinem komischen Handschuh allein schon, was er da machen kann oder konnte. Wie gesagt, ich gehe ja nach wie vor davon aus, dass er uns nochmal über den Weg läuft. Nur halt in etwas anderer Form. Ich sollte hier allerdings jetzt tatsächlich mal den richtigen Weg finden, in die richtige Richtung. Zurück in die Zellen. Da bin ich rausgekommen. Ah ja, vielleicht ist ja wieder irgendwo so ein Schacht. Ne? Ich sehe das bloß nicht, weil ich ja nur nach Türen gucke. Nach offensichtlichen Türen. Erschlossen. Also ich muss die wahrscheinlich... Jetzt ist die offen. Hä? Ah, das ist das Implantat. Okay. Das war natürlich ein Wächter. Scheiße, Ort fällt auseinander. Ah, okay, fällt auseinander. Es war jetzt nichts riesengroßes, mutiertes oder so, das da jetzt sich bewegt hat. Das ist in Ordnung. Damit komme ich klar. Also, jetzt haben wir natürlich durch diesen Chor, den wir dem aus dem Hals... Heißt das Chor? Ich glaube. Den wir den aus dem Hals raus operiert haben, haben wir jetzt natürlich, dadurch, dass das ein Wächter oder halt hier ein Bediensteter ist, haben wir natürlich gewisse Berechtigung, was gewisse Türen angeht. Soll ich das Risiko eingehen und mit meiner, naja, 75% Energie... Sehr viel fehlt echt nicht. Komm, das wäre alles Verschwendung. Ach, sie sind ja eingesperrt. Kommen sie raus? Kann ich ihnen helfen? Ich glaube, der kommt noch raus. Der kommt noch früh genug raus, glaube ich. Gleich habe ich hier wahrscheinlich ein Riesenproblem. Ich habe hier gleich ein Riesenproblem, habe ich das Gefühl. Wo kommen sie denn her? Naja, okay. Wo kam der jetzt her? Ich habe nichts gesehen.
kam diese Person her? Oh, oder warte mal. Ah, jetzt habe ich schon aktiviert. Scheiße. Ach, hätte ich doch jetzt bestimmt aus dem rausholen können, oder? Wo ist er denn überhaupt? Der hier. Nee, Munition. Das nehme ich auch. Musik wie aus einem guten Horrorfilm. Geht in Ordnung. Naja, nicht jeder Horrorfilm ist gut, der solche Musik hat. Das muss man dazu sagen. So. Da könnten wir jetzt durch. Okay. Ich schaue aber trotzdem... Da ist beides. Ach, herrje. Nach wie vor vermisse ich ein bisschen den Minimap. Einfach nur so, um zu wissen... Oh. Nein, ich gehe unten. Vielleicht hier besser. Unten Keller immer schlecht. Scheiße, auch Keller. Ja, nun. Let's fetz. Sieht aber gemütlich aus. Ah, ist der Waschsalon. Das ist in Ordnung. Saubere Wäsche ist immer wichtig. Ah, cool. Möchten Sie sich bitte ordentlich hinlegen? Ja, besser. Noch besser? Ja, das, also besser kriegen wir es nicht hin, oder? Aber ist jetzt wenigstens vernünftig. Vernünftige Entscheidung getroffen. Am Ende des Tages immer eine vernünftige Entscheidung. Das ist das Wichtigste. So. Ja. Da geht es irgendwie drunter durch. Will ich aber jetzt nicht. Möchte ich einfach nicht. Das widerstrebt mir. Ich gehe jetzt mal hier rein. Wird der vielleicht gleich wieder aufstehen? Ah, wieder ein Implantat. Hallo? Ach, jetzt geht das auf einmal so. Officer Brute Matters. Okay, let's have a look at this person. Dude. Das wissen wir. Deceased. Dude. Erledigt. Gefangen genommen. Sie müssen jemanden schicken. Ich weiß nicht, wie lange diese Tür noch halten wird. Holt ihn euch! Nein! Nein! Okay, das hat irgendjemand gesagt, der bei vollem Bewusstsein ist, ne? Oder gibt es irgendeine Stimme, die diese Wesen befehligt? Schön. Was haben wir denn? Revolver? Ja. Jetzt können wir die wieder nicht nehmen, weil wir ja so viel davon haben. Wo ist denn mein Arsenal? Da. Ich habe jetzt 5 Patronen. Ja, und ich könnte doch noch exakt 7 reinladen. Ich verstehe das jetzt gerade nicht ganz. Ah, Moment mal, da ist eine Taste. Muss mal gucken. Welche ist denn das? Ja, das ist... Ansehen. Ja. Jetzt komm, wie kann ich die 7 Schuss da reinmachen? Sturz ist falsch. Das weiß ich. Moment. Fünf Schuss. Wie kann ich die 7 da noch auffüllen? Ich finde das Inventar ein bisschen dämlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht bin ich auch der, der dämlich ist. Ein makelloser Energieumwandler. Das muss ich mir aber auch mal angucken. Der ist wahrscheinlich mehr wert. Ne? Nehme ich mal ganz stark an. Aber ich nehme lieber den mit, anstatt den schlechten. Oder halt den nicht makellosen. In der Hoffnung, dass der nachher beim nächsten Reforge einfach mehr wert ist und mir mehr bringt. Man dachte gerade, es kommt von hinten jemand. Moment. Wie gesagt, in jeder Ecke. Also ich mache es ja immer gerne. In jeder Ecke 2-3 Mal umgucken. Nicht, dass man irgendwo was liegen lässt. Das kann nerven. Das kann aber auch richtig geil sein. Wenn man dann plötzlich Sachen findet, die man so nicht gefunden hätte.
Aha, okay. Ach so, also ich war hier jetzt unten. Hier ist nichts weiter, oder? Ich habe alles gefunden. Hoffentlich. Hier kann ich eh nicht drüber klettern. Das heißt, dieser Kellerbereich hier ist für mich erledigt. Das heißt, ich gehe in den gegenüberliegenden Kellerbereich. Geräuschkulisse ist auch geil. Muss man einfach sagen. Gefällt mir gut. Oder erstmal noch da. Kleine Tür bedeutet kleiner Raum dahinter. Der allerdings in einen viel größeren mündet. Okay, dann gehe ich da jetzt erstmal nicht hin. Ich gucke erstmal hier oben mich um. Da höre ich was. Oh. Kommt es denn zu mir? Auf jeden Fall war da mal jemand drin. Geht's gerade eben noch. Ist in rechte Richtung gerannt. Nicht, dass das da irgendwie... ich gleich anspringt. Ist ja von hier aus vielleicht gleich zu sehen. Also hier in diesem Raum, meines Erachtens, war doch gerade eben etwas drin. Und es ist auch noch eindeutig zu hören. Ah, jetzt ist es in... ich brauche ein größeres Inventar unbedingt. Ich muss aber auch wissen, wo dieses Geräusch herkommt. Hundertprozentig da unten drin. Soll ich da reinklettern? Soll ich das tun? Also hier kommen wir auf jeden Fall mal nicht rein. Ja, jetzt gucke ich einfach mal hier rein. Einfach so aus Neugier. Kann ja nichts weiter Schlimmes passieren. Oh Gott, wo geht der jetzt hin? Wie lang ist dieser Gang? Ich verliere ja völlig die Orientierung. Ja, Hilfe! Wohin? Des Wegs? Ich fürchte, es war keine gute Entscheidung, da reinzugehen. Naja, ich gehe jetzt trotzdem mal da raus. Die Frage ist natürlich, ist das jetzt so hoch, dass ich da vielleicht gar nicht mehr reingeklettert? Da komme ich gar nicht mehr rein, oder? Kann ich umdrehen? Ja, ich gehe vorsichtshalber nochmal zurück. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich, wenn ich da rausgehe, nicht mehr zurückkomme. So, also. Sind wir erstmal wieder hier. Ich bilde mir ein, hinter der Tür ist was. Ich werde nicht so gleich... auch vorbereiten. Noch jemand da? Okay. Naja, ich habe ja damit gerechnet. Munition. Wenigstens nimmt er mal Munition auf, ne? Und sagt mir nicht hier zu wenig Platz und solche Geschichten. Jetzt, das ist doch mal gut. Leben genommen, gleich wieder voll. Keine Energie, Dingens, Kirchens, Bummens, Sachen da verschwendet. Die man erstmal mühselig finden muss. Der ganze Blut, das verschwindet auch nach einer Weile von ganz alleine. Haben wir auch festgestellt. Das heißt, wir brauchen gar keine Dusche. Das ist natürlich für die Energiebilanz deutlich besser, wenn man einfach den Wasserverbrauch gut reduzieren kann. Gleichzeitig sich aber in Blut duschen kann. Ich weiß, das, was ich erzähle, ist völliger Quark. Ich möchte das haben. Was ist das denn eigentlich? Warum kann ich das nicht... Mann, Leute, ich will ein größeres Inventar haben. Und warum lädt er mir die Waffe nicht automatisch irgendwie nach? Kann ich die nicht...
Wieso kann ich nicht einfach diese Waffe nachladen? Soll ich die zwei Schüsse mal so wegballern? Ach komm. So, jetzt füll das wieder auf, bitte. So, jetzt hat er drin 6. Okay. Macht's auch nicht viel besser. Ja, Inventar ist immer noch voll. Ja, gut. Vielleicht kommen wir ja nochmal wieder zurück. Nach hier. So. Also hier waren wir auf jeden Fall überall. Ist alles soweit erledigt. Durch jenen Schacht sind wir gekrochen. Das müsste dann auch im Umkehrschluss jener sein, genau. Hier geht es nicht durch. Jetzt müssen wir im Endeffekt halt doch wieder hier rein, ne? Also wir haben jetzt im Endeffekt einen Umweg oder beziehungsweise uns den Rückweg aufgehalst, um uns mit zwei Leuten zu kloppen. Wo wir fast noch bei verreckt wären. Ja. Aber gut, wir haben ein bisschen Munition. Wird die aufladen können? Weiß noch nicht. Bin nur nicht sicher. Ich hoffe einfach mal, dass ich die Kapazität dieser Waffe mittels Upgrade erhöhen kann und somit dann auch wieder mehr Platz im Inventar habe. Ich hasse es, Sachen liegen zu lassen, die nützlich sein könnten irgendwann. Der Gang wirkte jetzt kürzer tatsächlich bei diesem Durchgang. So. So, jetzt ist es hoffentlich so, wie ich sagte. Doch, ich wäre wieder reingekommen. Alles klar. Okay. Ich hatte eigentlich gedacht, ich komme dann nicht wieder rein. Und muss dann hier weiterhin verharren. Und weiterlaufen. Ohne am Vorher oder am Ort, an dem ich vorher gewesen bin, ein bisschen noch Sachen sammeln zu können. Oh, guck mal. Death is coming. Der Tod kommt. Ja, gut. Was sagst du mir jetzt? Hätte ich darüber? Naja, jetzt ist es zu spät. Da geht es definitiv lang und hier definitiv nicht. Okay, also komm. Und hier? Okay, ich probiere es mal. Hier ist eine Leiter. Ja, ich gehe erstmal darüber. Bin neugierig, was da ist. Hier geht es dann wahrscheinlich auch nicht viel weiter. Ich muss dann wahrscheinlich eh diese Leiter da hochklettern. Nehme ich mal ganz stark an. Hier gibt es jetzt gleich noch ein bisschen Kloppe. In Ordnung. Also das ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, so ein kleines Regime, das hier entstanden ist. Also die waren nicht normal, die Leute. Alle nicht normal. Warte mal, das? Irgendwas, was wir nicht nehmen können, oder? Duncan Cole. Hören wir uns sofort an. Nachdem wir gecheckt haben, ob hier noch irgendwas anderes rumliegt. Hinter den Tisch können wir nicht. Das ist okay. Naja, die haben ja irgendwelche Sitzungen gemacht, ne? Und diese Flagge lässt vermuten, dass da so, ja, ein Regime, eine Diktatur am Werk war. Die haben sich irgendwas gedacht. Und haben gedacht, das sei gut, war aber scheiße. Oder ist gut. Man weiß es ja nicht. Vielleicht ist das alles gut hier, was passiert. Ah, jetzt hören wir uns erstmal die Audio an. Da gibt es mehrere Audios zu dem... Moment. Eine Audio. Da gibt es... Ah! Ach, da, die Audio haben wir vorher gehört und das Bild haben wir gesehen. Okay. Also, jetzt hören wir uns mal die Audios hier an. Kann man nicht abspielen? Kann man nicht abspielen? Das kann man abspielen, okay. Das wird mein letzter Log-Eintrag von hier aus sein. Die Renovierungsarbeiten am Turm. Das ist der Warden. Mhm. Reaktiviert. Dr. Mahler leitet es. Und was wollen Sie erreichen? Ergebnisse. Nach jahrzehntelangen falsch durchgeführten Forschungsarbeiten. Verstehen Sie das nicht? Evolution passiert nicht im Labor, sondern in der Welt. Hat er ja jetzt nicht ganz Unrecht, ne? Die anderen kann ich noch nicht hören. Soll aber vielleicht nur ein Platzhalter sein, um mir zu zeigen, da gibt es noch Audios zu finden. Okay.
Ja, aber der hat ja eindeutig so eine vielleicht andere Weltanschauung, als es seine Kollegen haben. Oder als sie seine Kollegen haben. Hier unten. Oder hatten. Kann ich da? Ja. Hui, hui, hui. Ja, alles in Ordnung. Alles wird gut. Alles wird gut. So, wieder kurz gucken, ob wir hier irgendwas Interessantes finden. Tun wir nicht. Dann öffnen wir jene Tür. Ich nehme das Ding aber vorsichtshalber schon mal. Aber Glück gehabt. Okay. Aha, jetzt sind wir wieder hier. Ja, und jetzt? Das kann ich immer noch nicht nehmen, ne, weil das Inventar nach wie vor voll ist. Okay, irgendwas habe ich gehört wieder. Ich frage mich jetzt aber, wo ich jetzt hin muss tatsächlich. Ich frage mich jetzt echt, wo ich hin muss. Es ist ja auch nicht wirklich ein Weg, ne? Kommt man ja nicht rein. Okay. Soll ich nochmal runterfahren? Aber da war doch nichts mehr. Bringt ja nichts. Ja, also gut, die Tatsache, dass wir hier wieder rauskommen, das soll uns ja wahrscheinlich schon sagen, dass wir hier auch wieder lang müssen. Dementsprechend gehen wir hier auch wieder lang. Hier ist jetzt. Die war vorher, glaube ich, verschlossen, ne? Kann das sein? Ah, nee, hier wollten wir noch nicht durchgehen. Da hatte ich Angst. Habe jetzt immer noch Angst? Nein, ich habe keine Angst. Jetzt habe ich Angst. Das ist was anderes. Das ist einfach anders. Scheiße! Noch mehr? Okay. Nee, aber da war noch was anderes. Ich bin überzeugt. Okay. Alles in Ordnung. Wo kam der jetzt her? Hier rausgesprungen, ne? Kann ich hier rüberklettern jetzt? Dadurch wenigstens? Nö. Ja, ich komme gleich zu euch. Ihr braucht nicht schreien. Ihr findet mich sowieso. Braucht nicht nach mir rufen oder so. Ich komme dann vorbei. Na komm schon. Okay, es ist alles gut. Oh, bin im Medizinbereich. Geh weiter zum Hintereingang. Da kontaktiere ich dich. Ja, nimmst du das jetzt? Ah, ich muss gedrückt halten. Okay. Dr. Ewan Hayes. Das tun wir uns an. Will gleich wissen, was hier los ist. Eine Audio, das tun wir uns an. Die Patienten stapeln sich auf dem Gang. Der erste kam vor einer Stunde und das hört einfach nicht auf. Wir verlieren die Kontrolle. Wir müssen Marla finden. Wo zum Teufel ist sie? Okay. Marla ist auch so ein deutsch angehauchter Name, ne? Das ist dann wieder so eine bisschen, ich sag jetzt mal, Nazi-Referenz. So ein Stück weit, glaube ich. So diese deutschen Ärzte mit ihren Genexperimenten und so, ne? Aber schauen wir mal. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht heißt sie ja auch Maler. Weil sie... Weil sie sich so fühlt.
Vielleicht hat sie auch einen deutschen Namen angenommen und heißt eigentlich Smith. Ja, kommen Sie, kommen Sie. Kommen Sie her. Kommen Sie. Moment, noch vier Schuss. Vier Schuss. Hä? Wo verschwinden diese Dinger hin? Hier sind doch nur geschlossene. Die tauchen plötzlich aus dem Boden auf. Ja, genau, auch hinlegen. Haben Sie auch irgendwas im Hals, was ich benutzen kann? Nee. Okay. Na gut, es geht munter weiter. Wir sind top vergnügt. Das sieht nach Cutscene aus. Ich werde mich dann mal kurz... Oder? Nein, ich mache mich mal... Das ist ja in so ein Handschuh. Den Arm schmeißen wir weg. Ich habe in der Handschuhe von Captain Ferris gefunden. Das ist ein Grip. Die Dreckswachen setzen ihn gerne gegen uns ein. Ja, ich erinnere mich. Aber es ist gut. Funktioniert bei allen möglichen Sachen. Probier's einfach mal aus. Ja, mach ich. Ausprobieren. Ja, bitte. Hier zum Beispiel. L2 nutzt Gelb. L2. R2. Ach, R2. Nee. Ich lasse das einfach mal auf mich zukommen. Das wird schon nachher irgendwie funktionieren, wenn das soweit ist. Nee, also bis... Nein, das brauche ich gar nicht. Ja. Ich nutze jetzt gleich mal irgendwann das Gerb, wenn ich das... Wenn es sich ergibt. Okay. Sie wussten nicht, was los ist. Irgendwas hat die Leute kurz vor dem Ausbruch infiziert. Aber mit dir stimmt doch auch was nicht, Junge. Mit ihm stimmt doch was nicht. L2 und X. Okay. Jesus Gott! Jesus Gott! Himmel, Arsch und Wolken! Oh. Jetzt muss er erstmal nachladen. Natürlich muss er jetzt erstmal nachladen. Okay, das war jetzt aber gar nicht so brutal. Die haben mich einfach nur zu Boden geschlagen. Okay, also ich muss definitiv dafür... Ja, vier Schuss. Hm. 20 Minuten später. Diese Kreatur macht mir das Leben schwer. Ich muss gucken, ob ich mir den Handschuh nicht vielleicht sogar für den spare. Okay, also leider
Leider, ja. Leider verletzt die das Werfen gar nicht, ne? Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Ho! 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 Das darf nie wieder passieren. Aber der hat ja hoffentlich ordentlich Material für mich dabei, oder? So viel Blut, wie da spritzt. Ja, geil. Jetzt hat er Gesundheit bei sich drin. Lassen wir mal liegen. Vielleicht ist er hinter der nächsten Tür. Irgendwie. Ein Riesenviech. Das war jetzt. Nee, da geht's eben nicht weiter. Dann machen wir jetzt hier. Da habe ich meine Energie gerade mit dem guten. Aber gut, jetzt ist das Inventar wenigstens wieder nicht ganz so voll. Ach, komm einfach her, ist ja gut. Vielleicht kann ich zurückgehen. Und mir irgendwas holen. Was jetzt dann wieder in mein Inventar passt. Ich verstehe sowieso nicht, wieso das angeblich voll ist. Hier sind ja noch zwei Plätze frei. Jetzt gucken wir mal, ob ich irgendwie zurückkomme, aber Sie wussten nicht, was los ist. Ich glaube es fast nicht. Irgendwas hat die Leute kurz vor dem Ausbruch infiziert. Ja, und ganz hundertprozentig ist unser werter Kollege hier auch infiziert, so wie der klingt. Achso, warte mal, ich bin ja doof. Das muss ich natürlich an der Tür da hinten verwenden. Natürlich. Okay, jetzt ist der Handschuh... Oh Mensch, Leute. Oh. Lebt noch jemand? So, jetzt wünschte ich mir nämlich gerade wieder, ich hätte die Energie hinten bei dem Dicken liegen lassen. Jetzt kann ich mir wieder so ein Ding reinfallen. Und ich habe keine mehr. Wer ist da? Oh Gott. Jetzt ist gut. Hörst du auf. Aber vielleicht gab es ja nach dem Dicken wenigstens einen Speicherpunkt. Vielleicht. Hoffentlich. Ihr Schweine, ihr Dreckigen. Jetzt kann ich das hier... Nee. Moment. Ich möchte das nicht. Es war ein Fehler, zurückzugehen. Also. Sicherung drin. Tür. Geht eh nicht. Okay. Ja, ich nehme jetzt die Sicherung. Ich versuche das jetzt nochmal irgendwie mit dem Dicken dazu regeln. Und dann gehe ich aber nicht zurück. Das ist mir leider dann doch ein bisschen... Aber danach hätte aber jetzt wirklich ein Checkpoint sein können, ganz ehrlich. Ich glaube, das ist was.
Wie viel haben wir denn jetzt noch? 8 Schuss. Ja, okay. Gibt Schlimmeres. Ach, herrje. Ich stelle mal schnell wieder um. Auf den Mittelsicherheitstrakt, ne? Wir wollen ja auch nicht bescheißen, ne? Wobei ich jetzt sagen muss, es war auf leicht auch tatsächlich jetzt gegen dieses Vieh. Nee. Ach Leute, bitte. Ich finde das nicht lustig. Nutzen? Was ist das? Gesundheitsinjektor. Brauche ich jetzt eigentlich nicht. Komm, ich mache mal Sturz. So, dann gucken wir uns an, was das da ist. GAP-Akkus. Ah. Jetzt macht es alles Sinn. Der GAP lädt sich mit der Zeit langsam wieder auf und kann auch mit einer GAP-Batterie schnell aufgeladen werden. Okay, er lädt sich also selbst wieder auf. Aber der hat wahrscheinlich nur 3 Ladungen und dann ist erstmal eine ganze Weile Ruhe. Deswegen sollte ich den wohl sehr mit Bedacht einsetzen. Ja, wenn ein GAP oder GRIP, wie er auch genannt wird, die Energie ausgeht, während du einen Gegner oder ein Objekt hältst, wird er fallen gelassen oder es. Der GRIP verbraucht, falls verfügbar, automatisch eine Batterie aus dem Inventar. Um die blaue GRIP-Energieleiste auf dem Nacken von Jacob aufzufüllen. Was? Er hat da eine blaue Leiste? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay. Auf dem Nacken von Jacob aufzufüllen. GRIP-Batterien können auch manuell im Inventarbildschirm verwendet werden. GRIP-Batterien können aufgehoben, in Beutekisten gefunden oder von Gegnern fallen gelassen werden. Dann soll die aber schön alle diese Dinger fallen lassen. Ne? Jetzt habe ich so einen Akkusatz. Jetzt ist natürlich... Aber ja, der Akkusatz ist aber jetzt nicht voll, oder? Jetzt ist er voll. Oh. Ah, jetzt ja. 1, 2, 3, 4, 5. Das sieht man erst jetzt richtig. Ich gucke trotzdem nochmal rein. Also, der Akkusatz ist jetzt nicht mehr vorhanden. Jetzt habe ich doch eigentlich wieder einen Platz im Inventar. Jetzt ist. Wunderbärchen. Also, das war jetzt sehr frustrierend. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe grundsätzlich erstmal nichts gegen fordernde Kämpfe. Aber ja. Es ist natürlich... Oh. Oh. Oh, das wäre aber gut so drin. Also mir wäre dieser... Ja. Also mir wäre dieser Akkusatz sehr recht. Mhm. Komm, so ein Drecksenergieumwandler da. Lass mal fallen. Da ist mir so ein Akkusatz lieber, muss ich ganz wirklich sagen. Oh. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United Tag. United Tag. Druckverwendung überprüfen. Ja, dann machen wir da ein bisschen Upgrade. Abgeschlossen. Okay, wie wär's mit einem weiteren Upgrade? Die UJC haftet nicht für eventuelle Defekte. Natürlich haftet niemand dafür. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. So, was habe ich jetzt noch? 313 Credits, was kostet... Oh, 1800. Jetzt geht es in die richtige Richtung. Hier kann ich das auch upgraden. Ja, ihr seid ja mir ja lustig. Warum sagt ihr mir das nicht gleich? Was macht das? Blocken, Konterangriff. Ja, nehmen wir. Bei erfolgreichem Blocken wahrscheinlich wird auch gleich ein Konterangriff gestartet. Das wird ab jetzt auch notwendig sein gegen dieses Viehzeug. Gut, das gefällt mir auch ganz gut. So, gibt es hier noch etwas, das ich verkaufen könnte? Moment, Hilfe, jetzt. Den Akkusatz sicher nicht. Gesundheitsinjektor behalte ich.
Das ist 100 und der ist 200 wert. Was brauche ich denn fürs nächste Upgrade? Freie Auswahl. Wie bitte? Ach, jetzt wird der Konterangriff erklärt. Na danke. Nachdem du den letzten Angriff eines Gegners erfolgreich geblockt hast, drücke R2, um einen tiefen Angriff auszuführen. Okay, den macht er nicht automatisch. Ah. Tiefe Angriffe fügen dem Gegner Schaden zu und werfen ihn um. Ist ja umwerfend. Ich dachte, der macht eine automatische Attacke, wenn du erfolgreich blockst. Das hätte mir natürlich sehr geholfen. Also, dieses 1800-Ding, das geht nicht. 200. Ich habe nur noch 13 Credits. Ja, jetzt lassen wir es erstmal dabei. So. Nein, bitte nicht. Immer ist das Inventar voll. So, warte mal. Hier war... Oh. Energieumwandler. Ja, den kann ich natürlich nicht aufnehmen. Da war ich jetzt gerade an dem... Wie heißt das Ding nochmal? Reforge. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal dahin. Ist vielleicht richtig so? Nee, das ist nicht richtig, da komme ich her. Hier ist gut. Unter Umständen. Aber auch nur unter Umständen. Unter sehr wenigen Umständen. Das sieht doch gut aus hier. Das speichert es auch, das gefällt mir gut. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich wenigstens mal wieder hier. Na komm jetzt. Oh. 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 Da. Ja. Ist nun... Das kommt vor. Ich kann es nicht anders... Kommen aus euch wenigstens wichtige Items raus. Jacob, du hast es geschafft. Ja. Mein Weg zur Schuh war echt die Hölle. Ich öffne dir den Wartungsaufzug. Der bringt dich dann hoch, okay? Ich kann hier nichts aufnehmen, oder? Natürlich nichts. Ah, oh, warte doch. Aber hier scheint einiges los zu sein. Officer Dex Dingenskirchens. Okay. Ja, Officer Dex hören wir uns später an. Hier scheint es ja übel zu riechen. Gott sei Dank haben wir noch kein Geruchsfernsehen bzw. Geruchsgaming. Und werden wir hoffentlich auch nie haben. Ich möchte nicht wissen, wie es dort riecht. Oh, guck mal. Was sind Sie denn? Okay, ich verbrauche einen Schuss, kriege 5. Das ist ein guter Deal. Das mache ich jetzt immer so. Was haben Sie denn hier für ein Problem? Da geht nichts, okay. Lockdown. Überall Lockdown. Überall ist Lockdown. Okay, ich gehe hier durch. Das ist wenigstens so ein Spalt offen. Der sieht kaputt aus. Geh rein. Ich kann dich von hier aus steuern. Bist du dir sicher? Ich lass dich langsam und sachte runter. Genau. Genau. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Langsam und sachte. Bremst den Scheiß aus! Elias! Versuch's ja. Ein Motor hat einen kurzen beim Stromtransfer. Halt das Ding an! Sofort! Elias! Das System reagiert nicht. Du musst es manuell machen. Moment, was? Wie? Soll ich die Hand dazwischen halten, oder was? Ja, haben wir noch nicht genug gelitten. Ja, gerade so. Ich muss herausfinden, was mit dem System nicht stimmt. Ja, find das mal raus. Stromversorgung neu und geh zum anderen Aufzug. Du bist fast da. Du schickst die, gerne Leute, die Leute gerne rum, ne? Uiuiui. Was zur Verpickten? Oh mein Gott, es hatte einen Hals. Oh.
Solche Dinger sollten wir vielleicht eher auf Distanz bekämpfen. Nicht wahr? Also gar nicht erst. Aber gut, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Was kommt denn hier sonst noch so auf mich zu? Es klingt alles so, als wäre es direkt neben mir. Naja. Also das mit dem einfachen Schwierigkeitsgrad, das überlege ich mir dann vielleicht doch so grundsätzlich nochmal. Ich habe genau gehört, dass hier was ist, aber ich habe nichts gesehen und plötzlich war das Ding da. Sicherung erforderlich. Okay, muss ich erst wieder eine finden. Das gibt es doch nicht. So was aber auch. Der Krieg. Kann ich mir schönere Sachen vorstellen. Wie sind sie denn entstanden, bitte? Ich habe ja Angst. Da muss ja vor jedem Schritt Angst haben hier jetzt so langsam. Also, ich gehe jetzt erstmal tatsächlich nochmal hier runter. In der Hoffnung, dass ich hier vielleicht doch noch irgendwo ein nützliches Item finde, weil mir geht halt gerade schon wieder das Energiegedöns aus, ne? Das ist mir nicht unbedingt, wie soll ich sagen, zuträglich, nicht wahr? Aber so wie es aussieht, meine lieben Freunde, ist hier auch nicht wirklich eine Alternative da, ne? Kann ich hier eigentlich auch drauf treten? Hier. Ja, schön. Schön. Doch, doch. Also nicht vergessen. Also auch auf die Alien-Eier drauf treten. Nennen sie jetzt mal Alien-Eier, weil sie, solange noch kein Hals rausguckt, so ein bisschen danach aussehen. Hier gleiche Situation. Was haben Sie da? Credits. Nehme ich auch gerne. Ich habe am Anfang gedacht, ich sammle hier ein Vermögen und habe dann festgestellt, alles klar, zweimal am Reforge und weg. Heißt ja, ich sollte das Ding aber auch immer in Vorhalte haben. So, hätte ja auch mal den Handschuh jetzt benutzen können, aber das ist mir... Jetzt habe ich zwei Akkupacks für das Ding oder Battery Packs oder wie die doch mal heißen und benutze das nicht. Aber ja, man weiß ja auch nicht, wann findet man mal wieder was. Oh, es ist doch nicht so fast. Das sieht man doch gar nicht da hinten, dieses Wesen. Himmel. Also jetzt muss ich tatsächlich noch die Energiepumpe hier verwenden. Zwar nun tatsächlich im einfachen Modus nicht wirklich viel leichter, behaupte ich jetzt mal, als im normalen. Natürlich! Das ist ja purer Stress hier. Schön! Ja, Inventar ist voll. Schön! Ah, Energie ist aber auch wieder voll. Schön! Mist! Revolvermunition. Ist geil, ist schön. Jetzt soll ich doch mehr schießen. Aber warum ist denn... 12 Schuss, meine Fresse. Wieso ist denn mein gottverdammtes Inventar immer und immer und immer voll? Was muss ich tun,
um diese 6 weiteren Speicherplätze da freizuschalten. Oh. Oh. Da ist ja noch jemand. Ah ja, Audios. Komm, zur Beruhigung hören wir uns jetzt mal Audios an. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Dax Simmons? Nein, bitte, gib euch alles, was immer ihr wollt. Alles klar. Wir wollen gar nichts von dir. Wollen nichts von dir. Wir haben nur... Nein! Ja, da ist irgendwas im Gange gewesen, ne? Das habe ich, glaube ich, als letztes gefunden, ne? Da ist jetzt... Wieso schlägt die Musik jetzt so um? Ist das in Ordnung? Ansehen? Officer Carrie Brown, 1,70 Meter groß, 56 Kilo schwer. Anweisung höchster Priorität. Sicherheitspersonal wird zur kinetischen Zellentrans... Was? Wird zur kinetischen Zellentransfersystem Wartungsbucht entsandt. Eine kinetische Zellentransfersystem Wartungsbucht. Das Wort muss ich auch erstmal einer einfallen lassen. Anlage höchster Wichtigkeit wird um 0315 transferiert. Bereich auf Personal mit Freigabelevel Zeta begrenzen. Tödliche Gewaltanwendung wurde autorisiert. Gut. Epsilon Distrikt Europa. Steht da unten. Nun. Da haben wir gelernt, gehen wir nicht rein, weil dann sind wir ein Stückchen. Und das wollen wir ja nicht. Ja, also der Mann hat, was das angeht, keinerlei Selbsterhaltungstrieb. Der läuft halt einfach in so einen großen Ventilator und dann ist gut. Okay. Okay, da drin gibt es offensichtlich nichts zu finden. Ich habe jetzt aber vielleicht mit meinem Geräusch jemanden angelockt. Ja, das ist... Da kommt der Nächste. Hab ja Zeit. Natürlich keine Munition mehr. Da ist schon wieder einer, oder? Ah ja, ah ja. Das war jetzt mal eine interessante neue. Zwar sah jetzt mal, wurde mir schon öfter der Schädel geöffnet, aber so schön noch nie und so schnell. Wo bin ich? Ich muss lernen, auch zwischendurch einfach mal selber zu speichern. Ganz im Ernst, ich muss das lernen. Am besten nach jedem besiegten Gegner aktuell. Oh je. Und ich hab wirklich das Problem, ich habe keine Energie mehr, ne? Und ich habe all diese Dinge aufgebraucht. Das ist echt schlimm. Warum zur Hölle? Immer ist dieses... Weißt du, jetzt kann ich nicht mal irgendwelche Gesundheitsartikel bzw. Medizinartikel hier aufnehmen, weil ich habe ja das Inventar voll mit... Lass mich schauen. Mit was habe ich das Inventar voll? Ja, ich habe gedacht, das macht Sinn mit dem Akku. Okay, Energieumwandler. Ja, also diese Energieumwandler, bis jetzt habe ich aber noch keinen Sinn und Zweck für die Dinge gefunden, außer sie beim Reforge zu verwenden. Ich glaube, die werde ich beim nächsten Mal auch einfach da lassen. Das ist ja Blödsinn, die nehmen ja nur sinnlos Platz im Inventar weg. Aber jetzt scheint die Situation hier oben wenigstens geklärt zu sein. Also so fair ist das Spiel dann, dass es einem nach so einem Scheiß dann wenigstens, jetzt mal abgesehen von der Nummer vorher mit dem Dicken, das Ganze nicht nochmal unbedingt wiederholen lässt. Jetzt muss ich hier weit die Blicke schweifen lassen, weil es könnte irgendwo so ein Alien-Ei sein mit einem Hals drin. Und ich
muss unbedingt irgendwie Energie aufladen. Da liegt was. Vielleicht ist es ja Energie. Eine Torsicherung. Schön. Das bringt uns im Leben weiter. Auch wenn wir ja zum Tode verurteilt sind. So eine Torsicherung kann man immer gut gebrauchen. Ich hoffe sehr, sie wird gleich hier genutzt. Jawohl. Triff Elias wieder. Oh, das möchte ich gern. Dem möchte ich so gern die Fresse polieren, was der mich hier durchstehen lässt. Aber wahrscheinlich ist das jetzt gar nicht so leicht, den Elias wieder zu treffen, weil vorher muss ich noch ein bisschen rumprügeln, oder? In einem jetzigen Kampf gegen so einen Dicken hätte ich keine Chance. Nicht mal die geringste. Erdgeschoss. War hoch. Oder runter? Wo sind wir eigentlich? Hoch wäre es ja nur, wenn wir im Keller wären. Und wir fahren tatsächlich hoch. Anstrengendes zweites Kapitel bis jetzt. Das Ding ist echt verdammt groß. Elias, ich bin im Aufzug. Ich sehe dich zu. Schön. Elias? Elias? Alles klar? Elias? Sprich doch bitte mit mir. Oh, die Musik weiß auch schon nichts Gutes. Elias! Kannst du mich hören? Elias? Es geht mir nicht gut. Ich brauche Energie. Zum Überleben. Ah, sprichst nicht mehr mit mir, ne? Arsch. Hier war totales Chaos. Schön. Wir kamen irgendwie rein und haben alles zerlegt. Ja. Bei mir war es völlig langweilig. Ja, aber wir haben nur Notstrom. Also muss ich das manuell steuern. Keine Sorge. Ich bring dich da schon hin. Ich aktiviere die Gondel. Die bringt dich rüber. Weiß noch nicht, ob ich von dir nochmal irgendwo hingebracht werden will, du. Bis jetzt habe ich da schlechte Erfahrungen gemacht. Nicht wahr? Es gibt hier. Jetzt haben wir doch hier wenigstens so einen ruhigen Raum. Da könnte doch irgendwo so ein Erste-Hilfe-Kasten rumfliegen, oder? Oder so ein Dings hier. Warte, sich ein Halsbord da. So eine Spritze. Ich nenne es einfach mal Spritze. Oder hier, grünes Kraut. Resident Evil. Erstmal einfach grünes Kraut, dann geht's uns besser. Naja, gut. Es wird... Sicher ist sicher. Trophäe. Was ist sicher? Nichts ist hier sicher. Der sichere Tod wartet auf uns hier. Beeilung, Jacob. Machst du etwas Stress? Elias, möchtest du das machen, Elias? Möchtest du das machen, Elias? Bist du besser? Bist du schneller? Bist du besonders? Oh, guck mal, ein Reforge. Geil. Bitte treffen Sie eine Auswahl. Ja, komm, guck mal. Ich verkaufe dir das. Und ich verkaufe dir das. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwas verkauft, was ich nicht verkaufen wollte. Ich habe keine Zeit, Jacob. Halt die Fresse. Ich glaube, ich habe was Gutes verkauft aus Versehen. Aber egal. Jetzt verkaufen wir hier noch den Scheiß. 539. So, Opel. 1800 kostet es. Das kostet 200. Magazin-Upgrade mit hoher Kapazität. Ja! Das habe ich mir schon immer gewünscht. Qualitätsprüfung bestätigt. Junge. Du hast keine Ahnung, was ich durchgemacht habe, Junge. Was kostet das? 300? Was ist denn das? Aufstand, Dämmung, Schwung. Was? Schaltet einen neuen schweren Angriff frei. Ideal für extreme Situationen, in der Schaden wichtiger ist als Kontrolle. Beschleunigung? Was kostet der?
Kostet auch 300. Beschleunigungslegierungshülle. Eine leichte Legierungshülle, die die... eine leichte Legierungshülle, die die Schwunggeschwindigkeit durch die Reduktion aerodynamischen Widerstands erhöht, verlängert die Dauer der Nahkampfangriff-Kombos eines Officers. Ich denke, ich nehme das. Bei Problemen bitte an den Administrator wenden. Abgeschlossen. So. Halt die Fresse, Elias. Was ist das da? Revolvermunition. Oh nein. Nein. Die unsachgemäße Nutzung dieser Maschine wird dem Administrator... Ach so, ich könnte... Ich kann. Was kostet? Ein Gesundheitsinjektor kostet 500 Credits. Ich werde hier unten sterben. Drücke R1, um einen schweren Nahkampfangriff auszuführen. Das merke ich mir doch gar nicht alles. Schwere Nahkampfangriffe müssen weiter ausgeholt werden, verursachen aber mehr Schaden, können mehrere Gegner treffen und sie viel weiter zurückschlagen. Das werden wir sicherlich... Ja, okay. Na, schauen wir mal. Halt die Fresse, habe ich gesagt. Es sind auch schon ein ganzes Stück länger dran als am ersten Kapitel. Wobei ich ja sagen muss, eine halbe Stunde Bitchfight gegen die Knutschkugel da muss ich ja wegschnibbeln. Beziehungsweise werden. Überall diese Dinger. Das ist okay, oder? Wenn ich die runterschmeiß, kann ich immer machen. War jetzt wahrscheinlich auch Sinn der Sache. Du musst einen Weg finden, um den Strom da drin wieder einzuschalten. Oh, ich habe wieder Energie. Geil. Ja, ich suche. Aber ich brauche natürlich nach wie vor meine Injektionen. Wie viel Inventar habe ich denn frei? Naja, drei Plätze für Ding wäre schon nicht schlecht. Wie kann ich diese Waffe denn bitte laden? Das geht sogar. Okay, also gut, es geht sogar. Muss ich mir merken, wie man jetzt nachlädt. Jetzt habe ich nämlich tatsächlich wahrscheinlich noch einen Inventarplatz frei, nämlich 5 sogar. Oh Gott, ich habe nichts dabei außer Munition. Nichts anderes, was irgendwie Leben retten, verlängern oder erschaffen könnte. Na gut. Was haben wir denn hier? Ja, RIP-Akkusatz ist geil. Das ist auch geil. Das nehme ich sofort. Was haben wir? Das war da erstmal. Vielleicht gibt es noch irgendwo sonst irgendwie was Gesundes. Nö. Da vorne. Was ist denn da? Da leuchtet auch was grün. Wir nehmen jetzt alles mit, was grün leuchtet. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich. Das ist durchaus eine Chance. Jetzt auch. Ach je, Sicherung. Und noch eine Sicherung. Da steht übrigens Handschuhe tragen. Also Arbeitssicherheit. Davon hält dieser Mann nichts. Ich frage mich jetzt allerdings tatsächlich, was mache ich hier? Jetzt habe ich da diese Sicherung rausgenommen. Aber wo tue ich die denn jetzt hin? Ah, guck mal. Wir können klettern. Wir können klettern. Ah. Gut. Drüben ist auch noch bestimmt noch eins. Jawohl. Was haben wir hier? Oh. Oh. Jetzt übertreiben sie es aber. Oh, hier. Tang Song. Das interessiert mich jetzt sofort. Dieser Tang Song. Tang Song.
Der sieht komisch aus. Status tot. Ja, Tang Song. 1,88 Meter groß, 84 Kilo. Während der Abwicklung griff Song zwei Mitglieder des Lasus-Kartells an und schlug diese Kranken grausreif. Nutzung des kinetischen Zellensystems für alle Schuh-Transfers angeraten. Um zukünftige Zwischenfälle mit Häftlingen dieser Größe, dieses Temperaments oder dieser kriminellen Herkunft zu vermeiden. Da ist jetzt nichts weiter. Okay. Hallo? Kann ich das? Achso, muss noch einen Schritt ran. Jo. Oh nein. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass ich hier einigermaßen durchkomme. Ja, Strom! Ist das Strom? Such den Kontrollraum. Du musst die Konstruktion rotieren, um die Zelle zu erreichen. Ach so, ich muss jetzt was rotieren. Unglaublich. Meine Fresse. Ich habe jetzt hier beim Gegner bekämpft schon rotiert. Das ist ja schlimm. Oh mein Gott. Nein, nein, das nehme ich jetzt nicht. Wie geht's mir denn eigentlich so? Ja, okay, ich hätte noch zwei gehabt. Geil, schön. Ja, aber ja. Ich muss früher nachladen trainieren. Meine Fresse. Oh, das wird schlimm. Also. Mal wieder so ein grobes Ding rum. Wir machen wieder auf Mittelsicherheitstrakt. Ja, bis das nächste Mal so eine Boss-Situation hier kommt. Das ist ja echt nicht schön. Moment, da liegt noch einer. Kann ich den noch zertrampeln? Ich hätte ja wesentlich mehr von denen einfach in das Ding da oben reinschmeißen können, ne? Aber das waren dann teilweise drei auf einmal. Das hat man nicht mehr kontrollieren können. Aber so entledigt man sich natürlich auch, sage ich jetzt mal, relativ starker Gegner. Auch relativ einfach.
Ihr wollt mich sowas von ärgern, ey. Ihr wollt mich sowas von ärgern. Boah, das war ein Kampf, ey. Das war die Hölle. Unglaublich. Also Kapitel 1 war relativ easy, was ich hier jetzt schon... Gut, Kapitel 1 bin ich am Anfang auch 3-4 Mal verreckt. Da war es aber noch lustig, weil man ja dann gesehen hat, ah, okay, ich kann auf 6 verschiedene Arten sterben. Das ist schön. Vielleicht sogar mehr. Aber, ja. Also in diesem heutigen Durchgang war ich eindeutig zu oft tot. Und ich habe jetzt leider... Moment. Einheit online. Ich habe 91 Credits, da kann ich nichts mit anfangen, leider. Nee, 91 Credits, nicht wirklich viel. Ah, hier weiter hin. So. Geschafft. Geschafft. Spiel zu Ende. Okay. Credits. Das ja. Geh zum Kontrollpult und mach die Zelle auf. Bin unterwegs. Welches Kontrollpult und welche Zelle? Verbrennt das übrigens. Ne? Wo ist denn. Wo ist denn der Brandschutzbeauftragte? Der muss sich das ansehen. Oh, guck mal. Moment. Ja? Was? Warum? Aha. Hätte ich jetzt auch zerschlagen können, aber... Ja, macht ja nichts. Ein Schuss ist kein Schuss, ne? Aber hier, ein... Energieumwandler. Können wir wieder schön verkaufen hier. Komm, wird direkt verkauft. Den Scheißdreck. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, ich soll irgendeine Zelle öffnen. Irgendwas finden? Es sieht mir ja nicht mal so aus, als müsste ich jetzt hier noch was machen, ne? Muss ich vielleicht wieder runter? Vielleicht hat er auch was gesagt, dass ich wieder runtergehen muss, aber durch den Stress gerade. Ah, guck mal. Moment, da bin ich jetzt aber irgendwie reingekommen, oder? Kann das sein? Ich sehe es ja gleich. Nö, das sieht schon so aus, als wäre das richtig. Aber, ah ja, da ist jemand. Ah ja, bei voller Energie und 2 von den Gesundheitsinjektoren. Ah ja, gehen wir mal da runter. Lassen wir uns ein bisschen Spaß haben mit dem Kollegen. Ja, ja, kommt doch alle. Ich muss weg. Da brennt hier jemand! Reicht das? Ist gut jetzt. Ich
Kriegst du bitte... oder kriege ich irgendwas aus dir raus? Nee. Meine Güte. Ah, also die Überlegung ist echt im Raum, ob ich auf einfachen Schwierigkeitsgrad mache. Generell. Die Kämpfe sind, bin ich der Meinung, trotz einfach, angeblich, immer noch schwer genug, bin ich der Meinung. Jetzt wäre es erstmal gut, wenn hier irgendwo irgendwas Nützliches rumliegen würde. So eine Packung Kippen oder sowas, dass man sich einfach mal 5 Minuten entspannen kann. Aber nö, es ist ja nichts. Ah, guck mal, er hat doch was fallen lassen. Gesundheitsinjektor. Ja. Möchte ich jetzt ungern. Wie viel habe ich jetzt davon? 3. Ja, nee, da habe ich noch ein bisschen zu viel Energie für. Tatsächlich. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das hier wo lang geht. Darunter will ich offensichtlich nicht. Da habe ich Gegner runtergeworfen und die sind nicht wiedergekommen. Deswegen scheint das keine gute Idee zu sein, dahin zu gehen. Oh, guck mal. Ich hab's. Ja, ist ja ganz easy auch. Ja, komm mal du, schnell. Ich glaube allerdings, es wird jetzt nicht ganz so leicht. Da drin liegt auf jeden Fall was. Vielleicht ist das was Geiles. Elias, ist das wirklich die Richtige? Hey! Ah, die Frau, Dings. Hol mich hier raus! Was machst du denn hier? Was zur Hölle ist los? Hast du gewusst, dass hier ist? Ist hier es, die wir suchen? Hey, ich wusste nur, dass uns hier jemand helfen kann, okay? Und warum sollte ich das? Ich bin hier schon ewig. Warum sollten ich weiß alles über diesen Ort wir und ich zusammenarbeiten? Kenne den Weg zum Hangar. Okay, und du rufst uns einen Shuttle. Und der fliegt uns hier raus. Wir schaffen das. Wir müssen einfach nur zusammenhalten. Wer macht denn hier die ganze Drecksarbeit mit Viecher verkloppen? Aber hier noch ein Tipp. Trau ihm nicht. Er verbirgt was vor dir. Alarm! Notfallverriegelung gestartet. Darin bin ich jetzt auf jeden Fall sicher. Ich schwöre, Jacob, ich wusste nicht, wer sie war. Ich dachte, du weißt alles über diesen Danny Ort. Danny Nakamura, ja, genau. Und was jetzt? Jetzt bist du da drin gefangen, bis die Zelle andockt. Das heißt, ich kann zur Bahn, du aber nicht. Schon klar. Nein, ist in Ordnung. Du musst zur Müllentsorgung, okay? Melde dich, wenn du dort bist. Okay, geh dann einfach zur Müllentsorgung. Moment. Was zur Hölle ist das? Nur was Kleines, um dir zu helfen. Vertrau auf den Plan, okay? Bis später. Ich weiß halt nichts von deinem Plan, Junge. Du musst dir den Plan mal verraten, jetzt so in Gänze. Da gehen wir nicht hin. Da gehen wir jetzt nicht hin. Du wirst jetzt nicht... Okay, also doch. Ja, ja, machen wir es auf die einfache Tour. Okay. Ja, in Ordnung. Kann ich jetzt hier Dateien an... Nee, leider nicht. Muss ich erstmal rauskriechen aus dem Schacht. So. Erreiche die Bahnstation. So, jetzt können wir so einen Gesundheitsinjektor benutzen. Jetzt wäre ich aber auch dann ganz gerne mit Kapitel 2 gerne fertig. Ja? Sollen wir uns das nicht mal überlegen? Was zu? Jetzt kriege ich da auch noch kleine Würmchen rum.
die einem in den Anus kriechen von innen. Aufpusten und dann platzt man. Bestimmt passiert sowas. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Bin sehr kreativ hier gewesen bei den Tötungssequenzen. Da werden sie auch irgendwie sowas hinkriegen mit aufblähen und platzen. Ich rufe jetzt die Bahn. Ach so. Nicht hin. Du musst dich genauso rausschleichen, wie du reingekommen bist. In der hinteren Ecke müsste ein Schacht sein. Hintere Ecke, Schacht, okay. Oh, was ist das? Sixpack? Nee, schade. Das ist irgendwas Merkwürdiges. Hintere Ecke müsste ein Schacht sein. Ja, wo, wie, hä? Okay, muss ich hier mich durchzwängen zwischen den ganzen Röhrchen. Aber irgendwie fällt mich gleich wieder was an, ich weiß es doch. Ich kenne doch solche Spiele. Oh ja, schön duschen. Wollte ich schon von Anfang an. Ah, fertig. Oh, natürlich ist das wieder sowas. Okay. Aha. Wir wollen Munition. Sehr schön. Bleib trotzdem mal geduckt. Ist da vorne auch wieder so ein Ding? Kann ich das irgendwie, kann ich irgendwie anvisieren? 100% ist da wieder sowas. Ja, ja. Oh, was, 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 was? Ach, sowas hatten wir schon. Sowas hatten wir schon. Ja, ja, okay. Yes. Meine Güte. Was zur Hölle? Jetzt hört doch mal bitte auf. Es reicht doch jetzt, Leute. Es reicht. Ah. Ah ja, okay. Langweilig ist es auf keinen Fall, das Spiel. Das ist der Vorteil dran. Meine Fresse. Wie sieht es denn aus? Jetzt habe ich nur noch einen Gesundheitsinjektor, ne? Ich sollte 18 haben. Oder so. Mindestens. Ja, also gehen wir weiter. Der Mute Jacob, der rennt aber auch gar nicht mehr so wirklich. Der ist ein bisschen geschwächt, habe ich den Eindruck. Wo kam ich denn jetzt her? Also da kam ich definitiv nicht her. Aber gleich passiert wieder irgendwas. Bin mir ganz sicher. Irgendwas Schlimmes. Womit wir nicht rechnen. Okay. Was? Mein Gott. Ich finde es schade, dass es diese Leben 35%, dass er die immer sofort nimmt, dass man die nicht irgendwie ein bisschen aufbewahren kann. Wie oft habe ich mir da schon Energie umsonst irgendwie gesammelt? Die ich gar nicht gebraucht hätte. Vor allem, wo geht es jetzt weiter? Ah! Als. Ah! Oh Mann. Hoffentlich merke ich mir, dass wenn das nächste Mal sowas vor mir hängt. Okay, hör genau zu, Jacob. Der Rüstungsschacht in der hinteren Ecke bringt dich zum Müllabsaugen. Dazu musst du dich an den Roboter vorbeischleichen.
Ah, nee, sind einfach funktionierende Roboter. Schön. Also gut, Kapitel 1 hat mir bis jetzt besser gefallen, war einfach leichter. Nicht so viel los. Okay. Also den werde ich jetzt auch einfach so per Handschuh entsorgen, diesen Gegner. Ja, hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, hör doch jetzt auf, Junge! Also, jetzt muss ich mich an irgendwelchen Robotern noch vorbeischleichen, bin fast tot. Eieiei. Also die Dinger, die... Moment, habe ich überhaupt noch? Oh, scheiße. Also wenn es jetzt nur am Roboter vorbeischleichen ist, dann ist es ja von mir aus okay. Ich weiß noch nicht, wo der Roboter ist. Wieso komme ich da nicht rein? Ah ja. Außenrum. Das ist ja auch eine schöne Stealth-Sequenz jetzt mal. Also ruhig mal ein bisschen verstecken wieder. Und möglichst ohne Kampf. Ich muss nur mal gucken. Patrouille wird wieder. Das war jetzt sehr dumm gelaufen. Oh, jetzt muss ich wieder erst den Kameraden hier erledigen. Erschwerend hinzu kommt noch, dass die mich ja wenn sie mich einmal sehen... ...killen. Und zwar ballern die so lange, bis ich tot bin, egal wie viel Energie ich habe. Aber jetzt sieht es ja scheinbar ganz gut aus. Jawohl. Nutze Fernkampfwaffen, um den Kopf des Roboters anzuschießen. Welcher Roboter denn? Ist hier einer? Muss ich den denn anschießen? Ich muss doch eigentlich nur hier hinten vorbei, oder? Sehe ich schon richtig. Ah, der hört doch hundertprozentig, wenn ich schieße. Jetzt liegen da lauter Sachen rum, die ich potenziell aufnehmen könnte. Nee, muss ich doch nicht zerschießen. Okay. Bin mir halt nicht sicher, ob ich überhaupt auf dem richtigen Pfad bin, ne? Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt hilft, wenn ich einfach so direkt... Hilfe? Thank you.
keine Bewegung. Einheit stillgelegt. Wer hat denen das einprogrammiert, möchte ich wissen. Wer war das? Ah, okay, Speicherpunkt gewesen. Das ist geil, das finde ich gut. Ich soll irgendwie den Kopf des Roboters... L2. Nutze Fernkampfwaffen, um den Kopf des Roboters anzuschießen. Ja gut, dann muss ich den jetzt erstmal... finden. Fehler. Bitte Wartung durchführen. Bitte Wartung durchführen. Ja, ich gehe dann hier lang. Tschüss, du Idiot. Ich habe mir die Bahn geschafft. Ich werde über den Checkpoint ankommen. Die können nicht in Schächte kriechen, oder? Oh. Ja, okay, aber sie buddeln sich Gänge. Irgendwie. Da kommt hier gleich einer raus, hundertprozentig. Wieder gespeichert. Das war jetzt geil mit dem Roboter. Das war cool, muss ich sagen. Da drin gibt es eine Falle, damit die Gefangenen nicht ausbrechen. Ah. Und was jetzt? Was ist denn diese Falle? Und wo ist diese Falle? Es gibt eine Falle, damit die Gefangenen nicht ausbrechen. Möchtest du mehr wissen? Ich finde, das ist gerade nicht gut, was ich da höre. Mhm. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich eine Minimap vermisse? So ein bisschen eine Minimap wäre schon. Also so ein bisschen. Kommt das zurück? Ah, das ist die Falle. Okay, ich verstehe. Aber hat's mich selber auch noch erwischt. Okay. Ja, es gibt immer interessante Arten zu sterben. Immer mehr interessante Arten zu sterben. Ach, ja. Ist bequemer hier sitzen. Ah, so gut. Also, wird geil. Wird geil. Verlasse die Station. Und wenn ich die verlassen habe, dann ist das Kapitel, denke ich, auch zu Ende. Und somit dann auch diese Session. Aber ich glaube, mit etwas Pech dauert es noch ein bisschen. So. Jo. Schaffe ich es darüber? Ich probiere. Ja, komm schon, geh da rein. Das war jetzt eigentlich, das war sehr leicht. Das war sehr leicht. Sogar Silbertrophäe, ja. Ich bin wahrscheinlich der Zweitbeste. Ach, schön. Oh, es schneit. Das finde ich toll. Schneegestöber. Kann man sich auch draußen schön im frischen Schnee das Blut abwaschen. Wow. Dann geh jetzt ans Fenster und sag, was du siehst. Das sieht geil. Ist Schnee. Jetzt ist der Schnee weg. Jetzt ist... Oh Gott. Das sah jetzt aber kacke aus. Mal kurz. Ja, verdammt, liegst du richtig. Da zieht ein großer Sturm auf. Da wollen wir nicht reingeraten. Ja, ich sehe ihn.
Und den Hangar sehe ich auch. Das ist unser Weg hier raus. Ja, den bin ich früher oft angeflogen. Als ich noch ein Leben hatte. Und das holen wir dir zurück. Du musst dich nur an den Plan halten. Und deinen Arsch zur Habitatskuppel. Ich weiß immer noch nicht, was dein Plan ist, Elias. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Vertrau mir. Ich bin da. Was soll das wieder heißen? Ich habe früher dort gearbeitet. Forschung betrieben, sozusagen. Hab Aufnahmen gemacht. Die Software, die ich in deinen Chor geladen habe, spielt sie ab, wenn du dich näherst. Folge ihnen, dann kommst du zur Kuppel. Was dann? Ich hole dich an der Bahnstation ab. Easy peasy. Also gut. Ich melde mich. Nein. Das geht nicht. Du gehst nach unten, Mann. Da gibt's kein Signal bis zur Kuppel. War ja klar. Gibt es noch mehr, was du mir nicht gesagt hast? Okay, beeil dich also, ja? Da sollte irgendwo eine Luke sein. Und deswegen Was war das letzte, was du gesagt hast? Viel Glück? Okay, ja. Okay, ich gucke mir jetzt erstmal geschwind die Audio an zu der Frau Nakamura. Wo ist er? Gesuchte Person. Die Frau Nakamura. Habe ich mir sonst alles... Habe ich mir das... Moment, habe ich das gehört? Persönliches Logbuch. Wir haben am Callisto Hangar. Ja. So. Zu der gibt's nichts. Mitglied der Terrorgruppe Outer Way. Demonstrierte Fähigkeiten im Hacken von sicheren Netzwerken und Systemen. Diverse ausstehende Haftbefehle inklusive mutmaßliche Beteiligung an kürzlichen Ereignissen auf Europa. Hochgefährlich. Die ist noch gefährlich, die lebt auch noch. Hochgefährlich, keinen Kontakt aufnehmen. Ich habe ja tatsächlich auch das Gefühl, dass die Frau nicht mal so das Problem ist, sondern eher alles andere hier. Und dieser Ausblick hier, der ist ja echt mal, ne? Also diese Sequenz jetzt gerade eben, das war so ein bisschen kacke, das sah so ein bisschen komisch aus, als er so ran ans Fenster rannte und dann plötzlich waren die Schneeflocken weg. Aber so, das ist schon schön. Ja. Hier ist jetzt also, sagen wir mal, an sinnvollen Gegenständen nichts mehr zu holen. Es ist auch noch kein Kapitelende. Aber das kommt ja vielleicht gleich. Es kann ja nicht mehr lange dauern. Das kann ja echt nicht mehr lange dauern. Was ist denn das? Ein Schacht. Irgendwie hat er mir was von einem Schacht gesagt. Ich nehme zwar schon an, dass das das ist, wo ich gerade davor stand. Aber so ein Schacht zum Reinkriechen in dem Sinne, nö. Dann wird das bestimmt aufgehen hier. Und dann können wir da reinkriechen. Ja, richtig, richtig. Und es wird immer dunkler da unten. Immer dunkler. Habitat. Damit wären wir im dritten Kapitel mit dem Titel Habitat. Und dieses sparen wir uns fürs nächste Video auf. Dieses Video ist an der Stelle beendet. Das war anstrengend diesmal. Das war wirklich anstrengend. Und es wird aber wahrscheinlich auch nicht besser. Ja, wir werden das im nächsten Video sehen, wie es hier weitergeht. Das war es auf jeden Fall für dieses Mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Video wieder mit zu. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo hinterlassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Einen Daumen hoch, Video gerne teilen mit euren Freunden. Und ja, ich freue mich natürlich auch über Kommentare. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen und tschüss.